15:14, kurz nach 12, und alles wird gut. Rund 35 Jahre hat die Menzenberger Sporthalle auf dem Buckel, ist ständig bis auf die letzte Nutzungsminute ausgelastet. Pünktlich mit Ende des Spielbetriebs der Saison 2014/15 zogen die Handwerker in das Heiligtum des Bad Honnefer Sports. Auftrag: Hallenboden austauschen, neue Anzeigentafel anbringen, besseres Licht installieren. Hinzu kommen noch diverse Streich- und Kleinarbeiten. Torres-mäßig ist mittlerweile in Bad Honnef das Synonym für klar strukturiert und schnell. Karin Torres, Mitarbeiterin des Gebäudemanagements der Stadt, hatte bei Vorbereitung und Umsetzung die Oberregie. Frau Torres, Sie sind so happy, warum? Ich bin so happy, weil es jetzt schon so wunderbar hier aussieht. Wir hatten ja uns getroffen, als die Halle gerade ausgeräumt war. Es war düster, ne? Wir hatten noch das alte Holz an den Wänden. Und jetzt sieht man schon im Zwischenschritt, es wird viel heller, es ist viel sportlicher geworden. Und ich bin besonders stolz auf unsere städtischen Mitarbeiter, die hier wirklich in sehr konzentrierter Arbeit auch die Unterkonstruktion für den Prallschutz herstellen. Die sind jetzt gerade auch wieder dabei. Das ist sehr kompliziert, weil einfach es ist eben nicht das technisch-fachliche. Sie haben sich aber die Arbeit und die Mühe gemacht, sich da reinzudenken und machen das aus meiner Warte sehr, sehr gut. Da bin ich sehr stolz drauf. Was für einen Boden stehen wir denn jetzt hier? Wir stehen jetzt hier auf der vorletzten Lage des gesamten Bodenaufbaus. Hier drunter ist als Multiplex, Bodenplatten aus Multiplex-Hölzern eine Struktur gelegt worden, die garantiert, dass der Boden direkt schwingt. Und diese Platten, die jetzt verlegt worden sind, die dienen dazu, die Kraft nochmal so zu verteilen, dass es nirgendwo punktuelle Belastungen gibt, sondern immer die Last flächig abgetragen wird, wenn ein Mensch springt hier oder der Ball eben entsprechend gefedert werden soll. Bei Ballspielarten dann funktioniert das jetzt auf diesem Belag auch sehr gut. Als letzte Schicht kommt dann der Eichenboden drauf. Der wird grundiert, liniert und danach erst versiegelt, sodass das auch ein sehr nachhaltiger Aufbau ist. Ja, und dann sind wir hier durch und können hoffentlich am 6. mit dem ersten Basketballturnier hier die Halle schon mal vorerst. Das ist von der Firma Favero, ein italienisches Modell. Die ist wettkampfgeeignet für Basketball und Handball und ersetzt die wirklich sehr in die Jahre gekommene Anzeigentafel, die wir vorher hatten, die ja auch mit Papierschildern die Namen preisgegeben hat. Das können wir jetzt alles programmieren und sind jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre hier auf jeden Fall wieder auf dem Stand der Technik. Für den optimalen Stand der Technik sorgte auch der Sachverständige für Sportböden, Dr. Uwe Schadtke. Er begleitete das Projekt als Gutachter von Beginn an. Herr Dr. Schadtke, Sie sind Gutachter. Was ist Ihre Aufgabe? Ich habe hier den Auftrag von der Stadt Bad Honnef, diese Baustelle zu betreuen. Das hieß, den alten Boden zu überprüfen, festzustellen, dass der nicht mehr normgerecht war, eine gewisse Planung für den Neubau zu machen. Und ich betreue jetzt diesen Bau, wie er entsteht. Und also im Sinne einer Bauüberwachung bin ich hier regelmäßig vor Ort. Und ja, habe festgestellt, dass der Boden insoweit korrekt hergestellt worden ist und jetzt auch die Wände nach entsprechenden Hinweisen nachgebessert werden, sodass wir also davon ausgehen, dass die Halle, wenn sie in Betrieb geht, ordentlich funktionieren wird. Das heißt, alles ist im grünen Bereich? Ja gut, es gibt noch Kleinigkeiten zu korrigieren. Es gibt auch einen kleinen Zeitverzug, aber die Monteure sind bereit, am Wochenende zu arbeiten, sodass die Halle wirklich zu dem Eröffnungsspiel fertig sein wird. Zumindest der Boden. Die Prallwand wird danach hergestellt. Und was man in Bad Honnef immer wissen will? Und unterm Strich haben Sie jetzt wie viel Euro ausgegeben? Also geplant waren ja diese 175.000 Euro. Wir haben jetzt im Ablauf Höhe der Prallwand nochmal reduziert. Das heißt, wir werden da weniger Kosten haben. Aber es gibt noch keine Rechnungsstellungen, die jetzt zu prüfen wären. Und im Endeffekt kann ich das jetzt noch nicht sagen. Ob die Zukunft der gesamten Sportanlage auch sein wird, bleibt abzuwarten.
Zunächst muss die Betonwand vor dem Bolzplatz abgerissen werden. Allerdings ist noch nicht klar, woher dafür das Geld genommen werden soll.